die Zeit zurückdrehen können, nochmal auf dieses Jahr 2001, würde ich es auf alle Fälle nochmal machen. Im Jahr 2016 würde ich sagen, niemals. Und wir haben alles richtig gemacht. Aber ob ich es nochmal machen würde, ich glaube nein. Ich würde einiges anders machen, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich es nochmal mit denselben Leuten probieren, ja. Das nächste Lied beschäftigt sich mit dem Thema und dieses Thema beschäftigt sich ganz intensiv mit Freiwillen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das Lied ist eigentlich eindeutig und bedarf eigentlich keiner weiteren Ansage. Heute, es ist Zeit, der Welt da draußen zu zeigen, es hat sich noch immer nichts getan und wir leben auch noch weiterhin in einem Land der Vollidioten. Es ging nur mehr darum, um 15 Uhr ist ein Termin, um 13 Uhr ist ein Termin, um 17 Uhr kommt der. Und ging nur mehr darum, dass man sich irgendwie was zurechtlegt, was man den Leuten sagen kann. Es ging nicht mehr um die Tour oder ums Spielen abends. Das war alles nebensächlich. Und das hat uns dann massiv geärgert. Schlechter als was jetzt schon steht, geht's eh nicht. Und wenn es die Möglichkeit gibt, die Band aus einem anderen Fokus zu beleuchten, aus dem richtigen und aus dem echten Fokus, dann ist es eine Chance. Und das brauchen wir und das brauchen unsere Fans. Das braucht die ganze Freiwild-Familie, das brauchen auch unsere Partner und so weiter. Und das war unser Weg, den wir eingeschlagen haben. Sicherlich war diese Zeit die emotional schwierigste Phase in der Geschichte der Band. Doch trotz aller Bedenken und Risiken konnte die Arena-Tour wie geplant durchgeführt werden. Wir haben jeden Tag dankbar gespielt, muss man sagen. Und umso mehr schätzen gelernt, was die Fans auch für harte Wege durchs Feuer, durch Anschuldigungen, durch Risiken, dass man das Auto kaputt macht, was weiß ich denn, was für uns, für uns auf die Schulter stemmen. Und es war eine harte Zeit, aber es war gleichzeitig auch eine sehr beflügelnde Zeit für die Zukunft. Und ich erinnere mich auch gerne an diese Zeit, weil ich weiß, dass viel bewirkt haben, Positives in der Band. In Sachen Zusammenhalt, in Sachen Sichtweise, in Sachen Durchhaltevermögen und so weiter. Also ich glaube, Freiwild ist ein sehr, sehr beständiger Stamm. Sehr dauerhaft und aushaltend, ja. Irgendwann war die Tour vorbei. Fühlst den Frühling, fühlst dich wieder frei. Gestehst dir auch deine Fehler ein. Immer heilig kannst auch du nicht sein. Abenteuerlust und kein Ende. Nach den Bergen Südtirols wurden nun die größten Städte Europas zum nächsten Ziel der vier Deutschrocker. Um ihren Hit Kick-Ass vs. Arschtritt in verschiedenen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch zu recorden und auch direkt in den jeweiligen Städten zu verfilmen, stürzten sich Freiwild auf die Straßen und in die Lüfte des Kontinents. Sensationelle Idee, wenn auch schweineteuer und ganz bestimmt nicht mit gewinnorientierten Gedanken. Aber ich stehe darauf, dass man Dinge wagt, die andere nicht versuchen. Dass man sich als Deutschrock-Band auch mal eine Sprache annimmt und diesmal sogar mehreren Sprachen, die man stellenweise weder versteht, noch mal, nicht mal gehört hat, vielleicht im Porno früher mal oder sonst was. Aber da haben wir uns Marcel genommen, haben den ganzen Scheiß aufgeladen, sind zuerst auf dem Gardasee gefahren. Der Start war ja schon phänomenal, als wir am Gardasee alles ausgeladen haben und Philipp gefragt hat, wo ist meine Gitarre? Und als Antwort bekommen hat, ich habe die nicht eingepackt. Somit waren wir ohne Gitarre da. Ja, die Gitarre mit? Nee, die Gitarre nicht da. Ja, Sam. Ja. Hätte man feine Gitarre schon. Müsste in die Stunde gehen. Ja, logisch. Na, die Probe. Ist schon gewesen. Ja, aber gut. Die gibt's. Ist schon gelegt. Jetzt sowieso. Ja, ja. Ähnlich alles, wie war es bei der Musik. Ja, ist schon Akustikgitarre. Ich hatte eine mit und eine Akustikgitarre. Okay, hat Philipp halt entschlossen, schnell die Akustikgitarre umzuschnallen und das
damit zu spielen. Danke Welt, bleib wie du bist. Hey! Ich umarme, ich küsse dich. Verdammte Welt, alles. Der Song Verdammte Welt wurde zum Aushängeschild dieses Albums, das den Südtiroler die zweite Nummer-1-Platzierung ihrer Geschichte bescherte. Ein Song, der sich in die Herzen der Fans eingebrannt hat und mittlerweile von keinem Freiwild-Konzert wegzudenken ist. Ich sag's ganz ehrlich, der Release ist mir so auf die Eier gegangen. Aber wegen unserer eigenen Schuld. Weil wir eine Idee hatten für das Video Verdammte Welt und haben da irgendwie uns an irgendwas orientiert, was wir anfangs total gut fanden. Das wurde auch fairerweise, muss man sagen, so umgesetzt. Aber es hat halt einfach null zu Freiwillig gepasst. Und dann haben wir das Video gekriegt und dann hatte ich fast geplärrt, weil es stand so kurz der Release davor. Da mussten wir nachdrehen und zwei Tage später, glaube ich, war der Release da und die haben dann tatsächlich, glaube ich, 48 Stunden durchgeschnitten und das kam tatsächlich, glaube ich, nicht pünktlich, dieses Video. Und das war absolut die Katastrophe für mich. Ich habe gedacht, ich bringe alle um. Nur war es auch meine Schuld. Dann bring um. Für all das, was alles vor uns liegt und all das, was uns die Nächte nimmt, werden manches niemals akzeptieren und deshalb weiter rebellieren. Weil man bei uns an eine Sache glaubt, an die Wahrheit hinter Schall und Rauch und Stau. Haben ihn gewählt, mit Herz gelebt, den Weg, den kein Verlierer geht. Doch keine Angst. Nach diesem kurzen Ausflug in die eigene Vergangenheit widmeten sich Freiwild wieder der Promotion ihres Albums und veröffentlichten im Februar 2015 mit Hab keine Angst das nächste Video zum kommenden Longplayer. Außerdem ließ es sich die Band nicht nehmen, sich an einer weiteren Premiere zu versuchen. War ein stilles Jahr, wo wir am meisten Stress hatten, am fleißigsten waren, denn wir haben neben dem Album, neben den ganzen Videos auch noch ein Hörbuch gemacht. Die Idee zum Hörbuch kam von Philipp, ganz, ganz spontan. Und der gemeint, ja, das wäre mal eine coole Idee, das können wir ja mal machen. Ich sage, ja, mal können wir es machen, aber jetzt für dieses Album sehe ich es nicht, weil die Zeit etwas knapp ist. Doch, das muss jetzt sein. Und natürlich hat er gewonnen mit seiner Entscheidung und wir mussten das machen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die uns immer wieder dieselben Fragen stellen. Wie ist das denn gewesen? Erzähl doch mal, was hast du denn da gedacht bei dem Lied? Kann das sein, das und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was? Zieh dir doch den Schuh an und probier doch mal selber diese ganze Studiozeit runterzuschreiben. Es hat mir tatsächlich tierisch Spaß gemacht. War mal komplett eine andere Welt für mich. Aber doch trotzdem sehr eigen und besonders. Und ich stehe auf eigene und besondere Sachen, die nicht jeder andere macht. Und deswegen dann dieses Hörbuch, gelesen von Philipp Burger. Gewesen von Philipp Burger. Eine Armee durch alle Stürme, entschlossen hochmotiviert, dem Feind die Stirn, dem Freund die Hände, mit Fremden ein Herz regiert. Es ist der Glaube an uns alle, mehr als nur Faszination, vom Leben geschenkt, mit Blut geschrieben, eine Deutschrock-Religion. Auf gefährlicher Mission, eine Religion. Und du bist doch da, du bist so. Für mich ist diese ganze Oppositionskiste fast surreal gewesen, eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, dass man, je mehr man in diese auch Fotogalerien, auch in diese Videoblogs und so weiter von Patrick und so weiter eintaucht, dann kriegt man erst mit, welch großes Privileg man als Mitglied dieser Band hat. Fantastisch war's. Also die Hallen sind ja schon mal richtig groß. Mit Abstand sicher einer der Höhepunkte in der Freiwild-Geschichte. Und zwei fantastische Abende. Was will man mehr? Zwei große Konzerte, ausverkauft. Also besser kann ja nicht aufhören. Ja, das war mit Abstand der
anstrengendste Tag in der Freiwild-Geschichte, denn er war nervenaufreibend, man war den ganzen Tag nervös. Mit Abstand. Und ich rede tatsächlich nur von dieser einen Stunde vorm Echo. Der gefühlstechnisch stressigste Tag oder Moment, den ich in meinem Leben hatte. Es ist ein Gefühl, du stehst da oben und die schauen 3000 Leute, schauen dich an. Ich weiß, wie ich tatsächlich Angst hatte, dass ich fast einen Herzinfarkt kriege oder irgendwas, weil ich so einen hohen Puls gekriegt habe plötzlich, weil ich nicht wusste, fällt der Name Freiwild, fällt er nicht? Wie reagiert das Publikum drinnen? Gibt es vielleicht sogar irgendwen, der komplett durchdreht, weil er Freiwild einfach nicht mit dem Echo in der Hand sehen will? Aber ich muss sagen, nach der Rede war der Applaus auch ein bisschen mehr. Und sie haben es verstanden, sie haben es akzeptiert. Die Rede war gut. Dann war es durch. Und Freiwild hatte entgegen aller Erwartungen, insbesondere unserer Erwartungen, den Echo gekriegt. Weltwunder 2016. Go! Zusammen frei! Gelacht, geweint! Durch alle Lärm, durch alle Straßen! Dass die Welt gerechter wird, die Wahrheit sieht und die Lüge stellt. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Dankeschön. Freunde, Dankeschön. Das ist ein sehr, sehr harter Weg, der heute noch vor uns liegt. Wir kommen und gehen. Wir bleiben nicht stehen. Wie viele Tage auch vergehen. Der Sonne folgt Regen und im Regen die Sonne. Unendliches Leben. Es Fluch oder Segen. Kalte Winde, sie wehen der Sonne entgegen. Läufst du vorne oder folgst du, verzichtest du oder kämpfst du für dein Recht? Sei deines Willens der König, sei deines eigenen Gewissens treuer Knecht. Viel wird geschehen und viel wird passieren, Früchte fallen von den Bäumen, bevor sie vergehen. Viel wird geschehen und viel wird passieren. Grauer Rauch steigt zum Himmel, lässt sich nicht dirigieren. Wir kommen und gehen, wir bleiben nicht stehen. Wie viel Tage auch vergehen, der Sonne folgt Regen und im Regen die Sonne. Unendliches Leben. Es Fluch oder Segen, kalte Winde sie wehen, der Sonne entgegen. Es wird kälter und kälter, wir werden älter und älter. Nichts kann das ändern, nichts bleibt für immer. Nichts bleibt für immer. Hallo! Wir kommen und gehen. Wir bleiben nicht stehen. Wie viel Tag auch vergehen. Der Sonne folgt Regen und im Regen die Sonne. Unendliches Leben. Ist Fluch oder Segen. Kalte Winde, sie weht.
Dankeschön. Die vier Jungs vom Freiwild wollen heute kochen. Wir essen gern, wir trinken gern, wir spielen gern und grundsätzlich haben wir gesagt, eine Schnapsidee haben wir noch nie in Angriff genommen. Wir gehen es einfach ganz auf die untypische Art und Weise und machen das erste Mal Rock'n'Roll Kochshow. Ihr habt euch das wirklich gut überlegt, oder? Mit den Jungs heute zu kochen. Das ist ja eine Schnapsidee gewesen. Aber was muss man denn am meisten Acht geben, dass aus diesem Rezept was wird? Dass man das nicht vergeigt. Dass man ein kleines Messer nimmt beim Zwiebeln ausschneiden. Und vielleicht nicht die Feuer umstellt. Aber. Ja, ungefähr so. Und Ruben? Nein, Ruben kann leider sein aus. Die Ruben sind aus. Er war nicht mehr heim. Ja, und der kann ein bisschen schneiden und ein bisschen was herrichten und sagen, was er werden kann. Ja. Jetzt wird mal gearbeitet, raus mit den Tellern. Es gibt nicht nur eine neue Welt. Das Leben macht mal einen Trend. Nimm einen mit, lass keinen stehen. Nach vorne sehen! Zusammen nach vorne sehen. Vielen Dank! So, da war Tourauftakt. Das heißt, das war die erste Tour, die Band gespielt hat. Das war ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Das heißt, da parkte auf einmal ein großer Bus, wo man drin schlafen konnte. Da hat sich die Band sehr gefreut, sind eingestiegen. Sind wir ausgestiegen in Nürnberg und alle wuselten durcheinander. Mhm. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt hier noch 14 Tage so weitergehen soll, dann landen wir entweder alle im Knast oder wir haben alle Alkoholvergiftungen oder die nehmen den Bus auseinander. ZK. Nimm schon mal ein anderes Messer, weil das tust du noch weh. Ivo, was geht jetzt ab? Und vor allem, wie hat sich der Philipp bis jetzt gemacht? Wahnsinn, da ist er. Hat geschnitten. Hast du es gesehen? Ja. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle mal bei allen bedanken. An euch vier Supertypen hinter dem Herd, die diesen vier Jungs was beigebracht haben, heute beim Kochen. Also Markus, Philipp, Peter und Ivo. Und danke an das Brix 01-Team hier in Brixen für diese wahnsinnige, tolle Gastfreundlichkeit und dass wir das alles gekonnt machen. Okay? Ja, Wahnsinn. An allen, die mitgeholfen haben, das heute hier zu realisieren. Deswegen in der Zwischenzeit schneidet ihr den Kuchen an, der wird ja noch kalt da. Hopp. Aber so. Ja, nicht kalt, oder? Okay. Nein, nein, ich muss Und eines ist noch ganz wichtig. Es wird ja dann wahrscheinlich auch noch ein Kochbuch geben, oder? Das ist ja auch das Ziel vom heutigen Abend. Das heißt, die Band wird ein Kochbuch rausgeben mit den Lieblingsrezepten aus Südtirol. Gekocht natürlich, vorgekocht im Buch von den Jungs. Erklärt mit Fotos und allem drum und dran. Wir haben sie gesehen, sie können es. Ich habe mitgekriegt, sie seien eigentlich die besten Zwiebelaufschneider von alle, oder? Ja. Nicht? Gleich ohne. Ja, das ist richtig. Ich habe keine Zwiebel umgegriffen. Jedenfalls, ich finde, sie haben super gemacht. Yeah, yeah, yeah.